Um diese trigonometrische Formel zu beweisen, starten wir vom linken Teil in der Hoffnung, zum rechten zu gelangen. Im linken Teil sehen wir Sin plus Sin und wenden die entsprechende Simpson-Formel an. Und im Nenner genau dasselbe. Wir sehen hier Cos plus Cos. Auch dazu haben wir eine Simpson-Formel. Sin plus Sin, das ist 2 mal Sinus der halben Summe mal Cosinus der halben Differenz. Und Cos plus Cos, das ist 2 mal Cosinus der halben Summe mal Cosinus der halben Differenz. 2 Alpha plus 2 Beta geteilt durch 2, das macht Alpha plus Beta. 2 Alpha minus 2 Beta geteilt durch 2, das macht Alpha minus Beta. Und hier unten genau dasselbe. Also finden wir so diesen Bruch, Bruch, den wir noch durch 2 und durch Cosinus von Alpha minus Beta kürzen können. Also bleibt im Endeffekt übrig, Sinus von Alpha plus Beta geteilt durch Cosinus von Alpha plus Beta. Und das ist der Tangens von Alpha plus Beta durch die Definition von Tangens. Und diese Übung ist schon beendet.